You Are Loved ist mein erstes akustisches Album. Viele kennen mich ja besonders laut und lebendig und immer in Action. Aber nach dem letzten Konzert saß ich mit der Band am Tisch und wir dachten uns, es sind so viele Menschen in diesem Saal, so viele Zuhörer haben wir, die eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte durchgemacht haben wie ich. Ich habe sicher 7 Jahre meines Lebens, meiner Jugend, an einer Essstörung verschwendet. Das weiß ich heute, dass es wirklich verschwendet war. Aber das war einfach nur, weil ich nicht glauben konnte, dass ich wertvoll bin, dass ich geliebt werde. Und dann dachten wir uns, lass uns doch einmal ruhiger werden. Lass uns mal eine Message durch dieses Album bringen, das anderen Menschen diesen Ausweg zeigt. Aus ihrer momentanen Hoffnungslosigkeit vielleicht, aus ihren Selbstzweifeln. Für mich hat schon als kleines Mädchen Worship eine große Rolle gespielt. Und deswegen wollte ich jetzt mal ein anderes Album machen. Ich bin einfach sehr, sehr stark berührt und ich denke, diese Seite, und darüber freue ich mich auch sehr, dass Deborah diese Seite jetzt wirklich auch mal auslebt. Ich weiß, was ihr dieses Album bedeutet und ich freue mich megamäßig darüber. Ganz bewusst habe ich mich zurückgezogen die letzten Wochen und habe mir überlegt, welche Lieder haben mir Mut gemacht, welche Lieder machen den Menschen Mut, die im Moment so extrem an sich zweifeln, dass sie nicht mehr an ein Morgen glauben. Und ich habe jetzt diese Songs zusammengesucht und schon allein beim Einsingen habe ich selber so viel Kraft bekommen. Und ich wünsche jedem Hörer, dass er ermutigt wird durch diese CD und dass er selbst vielleicht diesen Weg einschlägt, den ich heute leben darf, nämlich komplett frei, komplett glücklich und ich weiß heute, dass ich geliebt werde und das wirst du auch.